Willkommen Leute zu einem neuen Fußballmanager, zu einem neuen Format. Und zwar wird schon 11 gegen 11. Normal, ne? Ist ja normal im Fußball, 11 gegen 11. Standard. Ja, das Schöne ist, hier ist es nicht wirklich online. Das heißt, wir können zwar gegen andere Leute antreten, haben aber keine festen Spielpläne. Das können wir uns frei aussuchen. Von daher sieht das hier nicht erstmal schön aus, diese kleine Stadt. Ja, da kann man natürlich noch ein bisschen mehr investieren. Krankenhaus haben wir noch nicht, Bürogebäude haben wir noch nicht. Wir haben ein kleines Stadion Level 1. Trainingszentrum habe ich hier auch schon ausbauen müssen. Das war leider Teil des Tutorials. Und natürlich können wir hier durch unsere Agentin immer noch viele mehrere neue Sachen ausbauen. Und ihr seht, hier Spiel beginnen, vielleicht mal ein Turnier machen, Aufgaben. Auf jeden Fall Tutorial musste ich erstmal machen, war Pflicht, deswegen konnte ich, oder eher gesagt, wollte ich euch das nicht antun. Ja, das heißt Stadion, Einkaufszentrum, Büro, Gebäude. Dadurch können wir natürlich alle zusätzliche Erfahrungspunkte und natürlich auch zusätzliches Geld verdienen. Ja, sollte schön sein, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir auch mal schauen, was wir als nächstes ausbauen könnten. Profizenter haben wir noch nicht. Krankenhaus, ja, sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Dieser schöne Boden da. Also, dass man das Krankenhaus nennen kann, ja. Ich wag's zu bezweifeln, aber schön, dass wir da hinkommen. Krankenhaus vielleicht erbauen können. Mal schauen, was die Agentin als nächstes sagt, was wir machen sollten. Oh. Ja, normalerweise hat die auch ein paar tolle Tipps, aber diesmal will sie wohl nichts ausbauen lassen. Danke, dass du dich für nichts gemeldet hast. So, dann wollen wir mal zum Profi-Center schauen. Leider ist das Stadion auf Level 2 erforderlich. Oh. Tja. Und da ist mein Internet eben kurz abgekackt. Ja, okay. Oder um es mal vorauszusagen, das wird häufiger passieren. Ich habe eine Bahnbusleitung quasi. So, Stadion. Hauptstadt. Ja, das könnten wir einfach so upgraden. Würden 10 Minuten dauern. Nehmen wir in Kauf. Ach so, Bedingungen. Ja, dann machen wir das mit dem Einkaufszentrum. Vereinsgelände und Büro müssen wir auch okay. Dann machen wir das halt. Was geht am schnellsten? 5 Minuten? Oh. Steht in eine Minute. Sieht sehr gut aus. Einkaufszentrum. Da machen wir 3. Dann machen wir es ganz einfach. Einkaufszentrum in einer Minute abschließen. Ja, das wird jetzt so eine kleine Anfangs- und Baufolge. Ich glaube, ja. Das wird hoffentlich ein längeres Projekt. Kann man auch zwischendurch machen, habe ich sofort gemerkt, falls sich was ergeben sollte zwischen den Aufnahmen, dass ich mal vielleicht ein bisschen weiter spiele, dann werde ich euch natürlich über den Fortschritt informieren, nachher, aber eigentlich will ich hier alles mit euch zusammen machen, auch wenn es langweilig wirkt, aber ich bin nicht so jemand, der gerne das dann ohne Aufnahme macht, ich meine beim ja, bei einem Fußballmanager, beim anderen, da habe ich auch nicht irgendwas aufgenommen. Er gesagt, und das andere nicht. Ich habe alles natürlich aufgenommen, dann hochgeladen. So, Einkaufszentrum ist verbessert. Das heißt, nur noch Büro und Vereinsgelände. Vereinsgelände braucht ein bisschen länger. So,
Schauen wir mal. Das sieht schön aus. So, 3 Minuten. Let's go. So, ja. Was ist denn mein Ziel? Ihr seht, Mannschaft habe ich auch gegründet. FC Heimburg. Naja. 19 habe ich ja einfach genannt, weil irgendwas stimmte da nicht. Wollte eigentlich nur FC Heimburg schreiben, aber hat er nicht angenommen. Keine Ahnung warum, Leute, aber ja. Die Top-Formation sieht im Moment, wenn wir mal Auto aufstellen, so aus. Wir haben diesen Spieler hier, der 17 Punkte und damit die beste Bewertung in der Mannschaft ist, haben wir durch leider ein Pack bekommen. Das ist so, fand ich auch sehr witzig. Aber weiß nicht, ob man den Manager, wenn man dann durch Packs quasi meisten Spieler geschenkt bekommt, ob man den ernst nehmen kann. Sagt selber, Leute, wie es so für euch wäre oder für euch ist so. Wenn ihr seht, okay, der kriegt einen Spieler geschenkt. Einfach durch ein Pack. Ja, und Abatiev. Leute, ich glaube, den Spieler kriege ich auf jeden Fall nicht ausgesprochen. Sollte sich noch gut anhören, aber kann auch mal in einer schwierigen Situation sehr dumm werden. Tja. Wir gehen mal auf die Rollen. Freistoß links, Freistoß rechts. Oh ne, komm. So, einmal rechts und dann Kader macht links. Ecke. Heizenberg. Kader. Voilà. Da wollte ich nicht drauf. Martinia. Chinar, so, und Westergaard, das mal hier so. Elfmeter. Schmidt. Zack. Zack. Und dann. Ah, der Torhüter darf nicht Elfmeter schießen, das ist gemein. Das ist gemein, das ist ein Skandal, Leute. Gut, dann macht Gull das noch. So, 7 Spieler sollten Elfmeter schießen drauf haben. Und natürlich haben wir jetzt was verbessert. Sehr schön. Solange wir gequatscht haben. 5 Minuten. Jetzt das Vereinsgelände. Ja, wie ihr schon sehen könnt bei den Aufgaben, wir können verschiedene Ziele abschließen. Geld, Geld, Geld. Sammle $150 von Einkaufszentrum ein. Oder öffne zwei von 3 Sponsorenpacks haben schon geöffnet. Tja. Magnus, gewinne 5 Ligaspiele. Mentor halte 8 Trainingseinheiten. Boah. Entlassen. Verkaufe einen Mannschaftsspieler. Jo. Da wüsste ich genau wen. Zwar. Erstmal auf Transfermarkt. Schon mal. Nicht gut. Wir haben auf jeden Fall keinen Angreifer auf dem Transfermarkt. Freut mich nicht. Ihr seht, der Khaled ist sehr untalentiert im Gegensatz zum Schmidt und ja.
Alexander. Ich weiß nicht, ob man den. Ob man Verlangsa wirklich in den Sturm stellen könnte. Oder sollte. Aber. Den könnte man wirklich. Okay. Was wenn ich hier Aufgaben? Naja. Schade. Das war ein Spieler, würde ich gerne verkaufen, aber ist noch nicht so weit. Aber jetzt geht's los. Das Trainingszentrum ausgebaut quasi. Haben jetzt 6 Plätze hier und jetzt das Vereinsgelände, damit wir das Stadion endlich ausbauen können. Danach das Profi-Center bauen können. Danach das Krankenhaus. So, und jetzt mal schauen. So. Sollten es so langsam haben. Dann auch schon seit 12 Minuten mit der Aufnahme beschäftigt. So, das heißt, wir bauen jetzt noch das hier fertig. Dann ist die nächste Folge. Joa. Auf jeden Fall das Stadion fällig. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare mit diesem neuen Projekt, was ihr davon haltet, ob es euch gefällt. Gerne eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr sagt, ja, Pascal, der andere Fußballmanager hat mir besser gefallen. Ja, mir auch, bin ich ganz ehrlich, aber muss echt mal hoffen, erstmal, dass wir das hier hinkriegen. Und von der Zeit würde ich das andere Projekt gar nicht hinkriegen, selbst wenn ich jetzt neu starten würde. Also. 15 Sekunden noch. Sollte also gleich fertig sein. 9 Sekunden noch. Super. Ja. Und das war's. Oh. Jetzt hast du Zugang zum Meisterkursen. Ja, toll. Super. Na toll. Bricht mir alles, ey. Oh, ja, bitte. Meisterkurse. Zusatzposition, ja, toll. Ja. Ach, haben wir genug. Gut. Also, linkes mit Linkverteidiger Kanna. Position Innenverteidigung. Nee, komm. Machen. Nee, komm. Vielleicht fällt uns mal ein RM weg. Zack. Super. Was haben wir hier jetzt? Achso, ja. Verbessert. Darauf sollten wir auch mal draufklicken, ne? So, dann könnten wir als nächstes das Stadion verbessern. Was müssen wir das Krankenhaus tun? Ist erforderlich das Stadion noch auf Level 2? Ja, gut. Mal schauen, wie viel wird es uns kosten? 500.
Dollar. Ach du Scheiße. Dann würde ich sagen, wenn wir diese Folge in der nächsten Folge geht's dann los mit einem Spiel. Danach wird dann auch